Ich begrüße Sie zu unseren Vorlesungen zur Informationssicherheit. Heute wollen wir über digitale Signaturen reden. Wir sind ja jetzt schon in diesem Kapitel zu den Kryptoalgorithmen, haben über den Kryptoalgorithmus der Verschlüsselung schon gesprochen. Da war gar nicht so ganz klar geworden, warum wir da jetzt nochmal diesen großen Begriff Kryptoprotokoll brauchen, weil Verschlüsselung ja ganz einfach Anwendung eines kryptografischen Verfahrens hin und zurück und fertig. Bei der digitalen Signatur wird das sichtbarer, warum man da von diesen Kryptoprotokollen spricht. Wir werden dann ja noch eine weitere Protokolle uns angucken zur Authentifikation, zur Schlüsselaustausch, zur Schlüsselvereinbarung, also heute digitale Signaturen. Unterschriften tatsächlich spielen im Leben eine relativ große Rolle. Nicht? Das hat sich so im kulturellen Zusammenleben herauskristallisiert, wenn wichtige Entscheidungen, Arbeitsverträge, große Kaufverträge, dass dann man die Beteiligten einen Vertrag schließen. Das ursprüngliche germanische Recht sah vor, was abgesprochen wurde, gilt. Das ist auch in unserem Rechtsraum immer noch hat eine relativ große Wichtigkeit. Woanders wird sehr viel deutlicher noch auf das Fixieren dessen, was abgesprochen ist, in einem Dokument, in einem Vertrag, Kaufvertrag, Arbeitsvertrag, was immer. Und mit den beiden Unterschriften der beiden vertragsschließenden Seiten bestätigen die, ja, ich bin mit dem Inhalt einverstanden, ich bin es auch wirklich, der ich es bin, und ich bin das, habe diese Unterschrift geleistet zu dem und dem Zeitpunkt. Ich war auch im Besitz meiner Geisteskräfte, jedenfalls solange ich noch schreiben kann. Also das ist das, was mit Unterschrift verbunden ist. Im Rechtsverkehr, im Geschäftsleben, auch bei relativ kleinen Dingen wird mit diesem Unterschrift, mit dieser handschriftlichen Unterschrift eine Bestätigung erteilt. Nun haben wir beim Papier eine Besonderheit. Wenn der Vertrag, nehmen wir Beispiel Arbeitsvertrag, gedruckt ist, ob das jetzt mit Tinte geschrieben oder mit Printer gedruckt ist, und dann unterschrieben wird mit so einem Stift, dann ist die Unterschrift, zum Beispiel die Tinte, mit dem Papier geht irgendeine Verbindung ein, die nur schwer lösbar ist. Kann anfangen zu manipulieren. Ich denke, Sie haben das in der Schule nicht gemacht, da an den Klassenarbeiten rumgedoktert. Man kann das eigentlich sehen und man nimmt für Unterschriften auch keinen Bleistift, wo man irgendwie das schnell wieder wegkriegt, sondern nimmt schon solche Füllfederhalter typischerweise, wo es diese unlösbare Verbindung gibt zwischen dem Medium, auf dem der Vertrag, also zwischen dem Inhalt des Vertrags und ihrer Willenskundgebung mit Unterschrift. Jetzt soll das alles digital ablaufen und jetzt brauchen wir ein Pendant in der digitalen Welt mit möglichst denselben Eigenschaften. Und das Problem, was wir hier haben, hier gibt es kein grundlegendes Medium. Es gibt ein Medium, das elektronische Signale zum Beispiel oder Lichtsignale. Aber es gibt nicht mehr dieses, dass dieses Dokument auf einem Papier, dass es da so ein Trägermedium gibt, wo sowohl der Inhalt des Dokuments, auch meine Unterschrift unlösbar mit verbunden sind. Sondern die Nachrichten sind Bits und die sind an kein besonderes Medium gebunden. Die kann man ändern und dann sehen die wieder aus wie Bits und die kann man nochmal ändern und kann in eine andere Form überführen. Das ist etwas, was man bedenken muss, wenn man danach denkt, wie kriegt man jetzt sowas wie eine Unterschrift hin. Wenn man sich auf der anderen Seite mal hinstellt, also bevor man sowas jetzt nachdenkt, wie man dann so ein digitales Pendant bauen kann, muss man ja mal gucken, was sind denn die wichtigen Eigenschaften, die eine Unterschrift und ihr Pendant haben sollen. Also zunächst mal sollen sie authentisch sein. Es soll tatsächlich eine Willenskundgebung des Unterzeichneten sein. Also nicht fremde Hand geführt, nicht irgendwer anderes, sondern derjenige, der da unterschreibt, bestätigt damit, dass er mit diesem Inhalt einverstanden ist. Es soll fälschungssicher oder ich sage es mal ein bisschen abgeschwächt, schwer fälschbar sein. Nicht deswegen an Bankhaus die Unterschriften der Angestellten, sodass man da einen Vergleich hat. Ich weiß nicht, wie weit der Vergleich trägt. Ich muss ja viele Zeugnisse unterschreiben und es ist so, dass die Unterschrift schon manchmal auf verschiedenen Zeugnissen auch verschieden aussieht. Aber es gibt so Merkmale, Sie wissen, Graphologie als eine Wissenschaft, die diese Merkmale, selbst wenn die Unterschriften unterschiedlich optisch aussehen, dann doch an Merkmalen sehr genau festgestellt werden kann, ob die von einer Person oder nicht. Man muss ja auch auf Echtheit überprüfen können und es darf nicht so sein, dass man die wiederverwenden kann. Das werden wir sehen, im Elektronischen, wenn wir da unten irgendwas dranhängen, und das kann man dann einfach abschneiden und ans andere Dokument wieder dranhängen. Also das geht mit der Unterschrift nicht, dann muss man abschneiden den Vertrag und dann ist klar, das Medium Papier ist kaputt. Also das kann man nachvollziehen.
sie muss bindend sein. Also es kann auch nicht sein, dass man irgendwie ein halbes Jahr oder 2 Jahre oder 5 Jahre später sagt, das war jemand anders. Also dazu stehe ich nicht. Also nicht abzustreiten, auch wenn es dann zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt. Und wenn man jetzt mal diese Eigenschaften sich ansieht, die man sich von einer Unterschrift erwartet, dann muss man zunächst mal feststellen, dass die handschriftliche Unterschrift, die auch nur unvollständig erfüllt. Ja, also die Frage, wie das hier nur mit einigen Dingen ist, hatte schon gesagt, Fälschung, Sicherheit und andere, das ist bei handschriftlicher Unterschrift auch nur mittelbar und mittelmäßig gut gegeben. Wenn also jetzt so ein paar Leute kommen und von der digitalen Unterschrift sonst was verlangen, dann muss man das immer auch ein Stück relativieren. Aber es ist klar, wir brauchen irgendwas Digitales mit diesen Eigenschaften. Und das hat man sich natürlich sehr früh überlegt, weil das Modell übers Internet da auch einzukaufen, Verträge zu schließen, natürlich ein sehr schnelles und sehr frühes Bedürfnis war und hat das Kryptoprotokoll der digitalen Signatur, manchmal wird es auch elektronische Unterschrift genannt, entwickelt. Und was sind das? Na, das sind richtige Kryptoprotokolle. Kryptoprotokolle, die das Ziel haben, diese Eigenschaften zu realisieren. Nicht? So ein Protokoll hat ja immer Ziel, irgendwelche Sicherheitsdinge zu gewährleisten. Und in dem Fall sind es, das ist die aufgeschriebenen Anforderungen, die man an eine Unterschrift stellt, so ein Kryptoprotokoll soll, was digitale Signatur genannt wird, soll genau diese Eigenschaften sicherstellen. Wenn man so eine digitale Signaturprotokoll durchführt, dann generieren die einen String, der dann mit dem Dokument assoziiert wird. Nicht? Also wie auf dem Arbeitsvertrag, auf dem Papier gedruckten Arbeitsvertrag, wo die Unterschrift auch auf die letzte Seite des Vertrages gehört und die Zwischenseiten, die werden immer mit Kürzeln paraffiert, sodass also auch klar ist, dass die Seiten zu diesem Vertrag gehören, der dann am Ende unterschrieben wird. Eine Unterschrift macht man typischerweise nicht auf eine neue Seite hinter dem Vertrag, dann ist diese Assoziation zum Dokument nur unvollständig gegeben. Die gängigen Verfahren zur digitalen Signaturen, die gängigen Verfahren, die hier für diese digitale Signatur Kryptoprotokoll genutzt werden, sind meist solche Public Key Kryptosysteme. Was sind die zentralen Bestandteile von solchen digitalen Signaturprotokollen? Und das ist einerseits eine Signaturroutine, eine geheime, die nur der ausführen kann, der jetzt seine Unterschrift durchführt. Also so eine Signaturroutine ist eine Abbildung, da wird eine Nachricht M, der Vertrag, dem wird ein String zugeordnet. Und dieser String, so dass die Festen miteinander verbunden sind, und dieser String, der wird dann Signatur von M genannt. Und dann muss es auf der anderen Seite eine öffentliche Verifikationsroutine geben, wo dann jeder, nicht nur ein ausgewählter Kommunikationspartner, sondern jeder, zum Beispiel der Richter, im Streitfall überprüfen kann, ist diese Nachricht und dieser String, ist das eine Unterschrift, eine digitale Signatur zu diesem String? Und diese Verifikationsroutine sagt ja, wenn das eine digitale Signatur ist und die sagt nein, wenn das keine digitale Signatur für dieses Dokument ist. Also diese beiden Dinge brauchen wir, Signaturroutine und Verifizierroutine und typischerweise man kann jetzt Protokolle designen, die ich Ihnen vorstellen werde, die werden typischerweise schlüsselabhängig sein. Und da muss man bedenken, dass wir ja jedes Kryptografieverfahren mit Brute-Force-Attacken bekämpfen können. Bei einer Verschlüsselung geht es darum, eine Nachricht über einen gewissen Zeitraum geheim zu halten, bis der Inhalt irgendwie nicht mehr geheimnisvoll ist. Bei einer Signatur geht es darum, nachzuweisen, dass diese Nachricht wirklich willentlich unterschrieben war. Das heißt, Signaturen haben eine andere Zeitperspektive als Verschlüsselung von Nachrichten. Denn bei Verträgen will ich auch sehen, vor 20 Jahren das Haus, was da ist richtig. Das heißt, hier müssen wir von vornherein auf viel stärker darauf setzen, uns vor Brute-Force-Attacken zu schützen, was da heißt, längere Schlüssel zu verwenden. Also für Signaturen brauchen wir
und verwenden wir typischerweise längere Schlüssel, um die Brute-Force-Attacke zu erschweren. Auch wenn im Laufe der Entwicklung ja die Rechner immer leistungsfähiger werden und damit die Zeiten sich verkürzen.